Das Jakobstift kenne ich noch als Alten- und Pflegeheim. Hier hatte ich 1999 meine erste Stelle bei der Stadt Augsburg im Sozialdienst. Und ich erinnere mich gerne an viele schöne Feste, Veranstaltungen und interessante Begegnungen mit unseren damaligen Bewohnern. Ja, ich wohne hier seit 10 Jahren und ich bin sehr zufrieden. Das Jakobstift bedeutet für mich die Möglichkeit, trotz Handicap selbstbestimmt und eigenständig zu leben. Seit fast 30 Jahren habe ich meine Goldschmiedewerkstatt in den schönen Räumen im Jakobstift. Ich habe mich dort von Anfang an zu Hause gefühlt und ich freue mich, wenn ich bald wieder zurückkommen kann. Herzlich willkommen in der Paritätischen St. Jakob Stiftung in Augsburg. Haben Sie in den Blitzlichtern zu unserem kleinen Videoclip gleich erkannt, dass es sich um die Paritätische St. Jakob Stiftung handelt? Die Menschen, die hier wohnen, arbeiten und wirken, haben alle ihre ganz persönliche Verbindung zu dieser Stiftung. Das gilt nicht zuletzt auch für mich. Als verantwortlichen Amtsleiter für die städtische Stiftungsverwaltung ist diese Aufgabe nicht nur Job, sondern auch Herzensangelegenheit. Bereits 1348 vor den Toren der Stadt durch den Rat der Stadt errichtet, ist die Paritätische St. Jakob Stiftung die älteste bestehende Stiftung bürgerlichen Ursprungs in Augsburg. Diese inzwischen 670 Jahre Stiftungsgeschichte lassen sich natürlich nicht in einem kurzen Videoclip zusammenfassen. Sie sind für uns allerdings Verpflichtung für die Gegenwart und für die Zukunft. Der weitläufige Gebäudekomplex am Mittleren Lech und Oberen Graben beherbergt heute unterschiedliche Wohnformen, begonnen beim betreuten Seniorenwohnen bis hin zum innovativ-inklusiven Wohnprojekt Fritz und Jack. Daneben sind hier im Jakobstift Teile der Sozialverwaltung, die mit dem Thema Wohnen zu tun haben, untergebracht. Und außerdem ist das Jakobstift Sitz der städtischen Stiftungsverwaltung. Mit Begeisterung, Sachverstand und Kompetenz nutzen die derzeit 16 Mitarbeiter in der Stiftungsverwaltung ihre Aufgabe dazu, das Stiftungsvermögen zu erhalten, daraus Erträge zu erwirtschaften, damit auch das Wirken der Stiftungen weiterhin aufrechterhalten werden kann. Diese Verpflichtung ist für uns Ansporn, Herausforderung und Genugtuung zugleich. Die Verwaltung der 47 rechtsfähigen Stiftungen durch die Stadt Augsburg ist eine sehr vielschichtige Aufgabe. Es geht da um Baumaßnahmen, den baulichen Erhalt unter anderem von denkmalgeschützten, altehrwürdigen Gebäuden. Es geht aber auch um Neubaumaßnahmen und um Umbaumaßnahmen, zum Beispiel die aktuelle Errichtung einer Kindertagesstätte im Südsternareal. Eine große Rolle spielen Miet- und Pachtverträge und Grundstücksgeschäfte. Aber wir verwalten natürlich auch Geldmittel, die es entsprechend anzulegen gilt. Stiftungserträge müssen zugunsten des Stiftungszwecks generiert werden. Wir brauchen entsprechende Wirtschaftspläne, Jahresabrechnungen und die notwendige Buchhaltung. Und es muss natürlich der Kontakt mit den Stifterinnen und Stiftern gehalten werden. Und alle Menschen, die sich auch zukünftig für das Stiften interessieren, sollen informiert sein. Wenn ich jetzt so ein Bild von mir habe, von der sehr vielfältigen Augsburger Stiftungslandschaft, dann ist für mich ein Element besonders bewegend. Und das ist die über Jahrhunderten manifestierte Überzeugung, Gutes zu tun, auch über die eigene Lebensspanne hinaus. Gutes für die Stadt Augsburg, in der Stadt Augsburg und für deren Bewohnerinnen und Bewohner. Und ich habe mich eigentlich schon immer für geschichtliche Themen interessiert. Deswegen ist die Langlebigkeit, die Vitalität und auch der historische Hintergrund der Augsburger Stiftungen für mich besonders faszinierend. Jetzt haben Sie viel über unsere St. Jakobs Stiftung und die städtische Stiftungsverwaltung erfahren.
Jetzt lassen wir doch noch mal ein paar Menschen zu Wort kommen, die hier arbeiten, wohnen und leben. Hallo, ich arbeite hier als Architekt in der Wohnbauförderung und der Grund, weswegen ich hier unbedingt anfangen wollte, ist die phänomenale Akustik hier in diesem Flur. Hört selbst! Habe ich zu viel versprochen? Nee, ohne Schmarrn. Dazu gibt es hier auch noch richtig nette Kollegen, eine tolle Arbeit und ein wunderschönes denkmalgeschütztes Gebäude. Vielleicht mal bis bald in der Wohnbauförderung. Euch noch einen schönen Tag. Servus. Als Baubeauftragter für die Stiftungen ist für mich das Jakobsschiff vor allem eine Dauerbaustelle. Es ist hier wie im Ulmer Münster eigentlich, wenn man hinten fertig wird, dann kann man vorne wieder anfangen. Wir wollen als Freiwilligenzentrum hier für die Stadt Augsburg zeigen, wie unsere Maskottchen Freier und Willi, dass nicht nur der Starke dem Schwachen helfen kann, sondern auch der Schwache dem Starken. Also ich bin der Luca, das ist Jana, meine Freundin. Wir sind vor kurzem erst hierher gezogen, im Oktober, weil wir auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum für Studenten waren in Augsburg. Und da sind wir eben auf die Anzeige vom St. Jakob Stift gekommen und damit verbinde ich den jetzt mittlerweile auch sehr, da er eben aufgrund des Projekts hier Studenten einen sehr günstigen Wohnraum und schönen Wohnraum bietet. Ja, das Ganze ist hier sehr idyllisch. Wir haben eine super Lage direkt an der Innenstadt und man hat auch ein tolles Gemeinschaftshaus, also mit Senioren und tollen Nachbarn. Und dann hilft man sich gegenseitig immer bei kleinen Arbeiten, auch untereinander, und es ist einfach ein schönes Wohlgefühl. Und genauso wie die Nachbarn uns alle gut empfangen haben, fand ich auch, dass mit dem Vermieter der Kontakt sehr angenehm war und man auf einer Wellenlänge war. Ist auch ein sehr junger Herr, der noch für uns zuständig ist. Und da hat man einfach das Gefühl, man kann immer auf ihn zukommen, wenn man ein Anliegen hat oder Wünsche. Genau, das der Amt ist auch direkt gegenüber um die Ecke und man kann immer sofort vorbeischauen bei Fragen oder Anmerkungen. Das ist ganz cool. Ja. Grüß Gott, mein Name ist Ulbricht. Ich wohne seit 8 Jahren im betreuten Wohnen der Jakobsstiftung und habe eine ganz tolle, schöne kleine Wohnung, in der ich mich sehr wohl fühle. Gelegentlich, wenn es meine Gesundheit zulässt, kümmere ich mich um Pflänzchen und Garten. Und manchmal verwöhne ich die Mitarbeiter der Stadt Augsburg mit einem kleinen Kuchen.